Ein Professor von meiner Uni ist zur Forschung über den legendären Schatz hier. Wir sollten ihm die Schatzkarte auf jeden Fall zeigen. Und auf der Suche nach dem Schatz werden wir sicher auch die Prinzessin finden. Und? Wunderbar, Mario. Dann suchen wir also gemeinsam weiter. Und jetzt? Große Überraschung! Tutorial-Bildschirm. Den mag ich vor allem. Gumbrina hat folgende Fähigkeit. Drücke X und sie gibt dir Infos über Orte, Personen und anderes in deiner Umgebung. Der Markt von Rohling. Das ist das Schatzzentrum mit Läden und Kaufhäusern. Ein ganz schöner Betrieb hier. Ob das alles hier ehrliche Bürger sind? So ungefähr erkläre ich dir einen Ort, wenn du X drückst und niemand in der Nähe ist. Und jetzt die Testperson. Das ist Gumbo, ein Gumba. Dauernd glaubt er, dass ihn irgendwer betrogen hat. So erkläre ich dir Personen und Dinge, von denen du stehst, wenn du X drückst. Und? Alles klar? Gumbrina kann dir wichtige Hinweise auf deine Reise geben. Nutze diese Fähigkeit. Natürlich hilft sie dir nicht nur in der Oberwelt, sondern auch im Kampf. Sie kann Gegner mit einer Kopfnuss angreifen. Und mit dem Scanner gibt sie dir Infos über Besonderheiten und KP der Gegner. Und? So. Suchen wir zunächst einmal den Professor. Ich bin nämlich auch gerade angekommen und habe keine Ahnung, wo er wohnt. Übrigens, Professor Gumbart sieht so aus. Kann ein Bild in einer Sprechblase sein. Okay, dann können wir jetzt mal weiter. Nochmal speichern und übrigens die Leben auffüllen. Zack. Einen Moment. So. Gehen wir erstmal in das Haus rein. Unten eine Bar, oben das Hotel. Was mir übrigens aufregt, ist, dass das Hotel kostet. Auch wenn 64 hat es nichts gekostet, da durftest du dich auch kostenlos ausruhen. So oft du willst. So, für einen KP jetzt ausgeruht. Naja. Okay, wir können hier raus, da ist der Ordenladen. Aber, wie viel Geld habe ich denn? 95. Ich kann mir eh keine Orden noch kaufen. So, jetzt suchen wir den Professor. Ich weiß zwar, wo er ist, aber lass uns ein bisschen grübeln. So. Oh. Oh, Verzeihung. Noch so ein komischer Typ. Oh nein, Mario, die Hälfte deiner Münzen ist verschwunden. Da fliegen sie. Also wirklich, was für eine Stadt. So. Da könnt ihr nicht weiter, zumindest nicht ohne zu kämpfen. Die Röhre ist versperrt und naja. Hier drin ist nur ein Zauberer. Der kann euch jetzt noch nicht helfen, aber der ist später ganz schön nützlich. Und, also muss er hier drin sein. Aber ich gehe noch nicht hin, ich suche nämlich erstmal diesen bescheuerten Dieb. Schließlich will ich meine Münzen zurückhaben. Okay. Ist der Laden, das kenne ich schon. Und was ist das? Halt! Bleib weg! Vorhin hat mich jemand angerempelt und meine Kontaktlinse ist runtergefallen. Ich suche sie gerade. Macht jetzt nur keinen falschen Schritt. Ja. Ihr dürft euch auf keinen Fall bewegen. Bleibt, wo ihr seid. Das heißt, ich darf auch nicht zurück. Moment. Fuck! Oh, du hast draufgetreten, meine Kontaktlinse. Ich habe euch doch gesagt, man braucht keinen falschen Schritt. Das ist deine Schuld. Du wirst mir meine Kontaktlinse ersetzen. Hast du kapiert? Kauf mir eine neue. Wenn das so ist, wirst du sehen, was du davon hast. Bis du mir meine Kontaktlinse ersetzt hast, werde ich dich nicht nach Westen lassen. Die kommt frühestens nach dem ersten Kapitel, deswegen werde ich das jetzt noch nicht kaufen. Also, gucken wir mal hier. Hier rechts ist, ja, ein einsamer Gumba. Sagt euch nicht weiter, aber ich werde von der Polizei gesucht. Vor 3 Monaten habe ich in einer anderen Stadt einen Einbruch begangen. Ich bin hierher geflohen und werde einfach warten, bis Gras drüber gewachsen ist. Werdet ihr auch niemanden verraten, dass ich hier bin? Oh, was ein böser Gangster. So, anscheinend ist da nichts, deswegen gehe ich mal nach links. Und eine Tür. Hehehe. So. Und wen haben wir da? Unseren Schlaumeier. Hey! Ganz schön aufdringlich von dir, mir bisher zu folgen. Ist ja schon gut, du bekommst deine Münzen zurück. Da hast du sie. Und? Jetzt zufrieden? Und wie? Noch ein kleines Rätsel hier drin. Ihr denkt, hier ist nichts mehr, ne? Passt mal auf.
Fällt euch irgendwas auf? Irgendwas, was sich bewegt, außer diesen komischen zwei Fliegen und der Figur? Lass mal ganz genau gucken. Ich gebe euch einen Tipp. Linke Seite. Und... Oh, was ist das denn? Ein herrlicher Sternsplitter. Die braucht ihr später, um Orden einzutauschen. Oder besser gesagt, ihr dürft es. Gutes Tradement. Auf jeden Fall, diese Sternsplitter gibt es fast überall. Und die sind immer an so komischen, trickreichen Orten versteckt. So wie eben gerade. Am ersten Mal habe ich es aus Versehen gefunden. Da wusste ich gar nicht, was das ist. Und... Oh, hier ist nichts. Okay, gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt die Münzen zurück. Das heißt, wir können jetzt zum Professor. So, jetzt haben wir es. Oh, da sind Sie ja, Professor Gumbat. Hm? Mit wem habe ich das Vergnügen? Du bist doch... Ich erinnere mich an dich, dieses Gesicht. Warte, warte, gleich fällt mir auch dein Name wieder ein. Also, Gumbapsi? Nein. Hm, Gumberta? Auch nicht. Ich hab's. Gumbrina. Letztes Jahr hast du meine Vorlesung über Altertumsgeschichte besucht. Richtig, Gumbrina, Studentin im 5. Semester, sie erinnern sich also noch. Natürlich erinnere ich mich, ich habe ein perfektes Gedächtnis. Und du warst eine meiner besten Studentinnen. Aber dieser Mann hinter dir, den kenne ich. Uhu! Nicht, Quatsch. Ziemlich stumpf, aber als kleines Kind kann man das mögen. Mario heißt er, das wissen doch, der berühmte Mario. Ach, entschuldige. Ich bin so in meine Forschung vertieft, dass ich etwas weltfremd geworden bin. Aber weshalb seid ihr beide eigentlich hier? Wir möchten etwas über den legendären Schatz erfahren, der hier in Rohlingen sein soll. Und wir dachten, dass Sie uns sicher etwas darüber sagen könnten, Herr Professor. Oh, die Stimme wird kratzig. Zum Glück habe ich hier ein Fläschchen Bier stehen. Just a second. So. Und wir dachten, dass Sie uns sicher etwas darüber sagen könnten, Herr Professor. Aber sicher kann ich das. Schließlich bin ich nur nach Rohlingen gekommen, um dieses Thema zu erforschen. Aber warum interessierst du dich denn so sehr für den Schatz? Du weißt doch, es wird erzählt, das sei alles nur eine Legende. Die Wahrheit in einer Legende zu finden, ist die Aufgabe eines Altertumsforschers. Und ich glaube, dass es diesen Schatz wirklich gibt, deshalb will ich ihn erfinden. Eine sehr kluge Antwort. Und wenn das so ist, werde ich dir nach Kräften helfen. Also, schon zu dem Schatz selbst gibt es viele Fragen. Einmal ist die Rede von zahllosen Juwelen, dann wieder von einem magischen Item. Manche sagen, der Schatz sei ein Monster, andere, die Schatzkiste sei leer. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was davon wahr ist und was nicht. Aber ich weiß, wie man den Schatz findet. Ihr braucht dafür die Sternjuwelen. Sie meinen, die Sternjuwelen aus der alten Legende? Nach der sich das Ionentor öffnet, wenn alle 7 Sternjuwelen vereint sind? Genau, wie die Legende sagt. Um den Schatz zu bekommen, muss man zunächst die 7 Sternjuwelen suchen. Der Besitzer der magischen Karte halte diese vor den Ionentor in die Höhe. So, dann werden die Sterne ihm den Weg zu den Sternjuwelen weisen. Die alten Quellen sagen also, man soll heute die magische Karte vor dem Tor hochhalten. Dann erfährt man, wie man zu den Sternjuwelen kommt. Genau, besagtes Ionentor soll sich in den Katakomben dieser Stadt befinden. Aber die magische Karte ist natürlich das Wichtigste, und die haben wir nicht. Oh, really? Doch, wir haben sie. Die magische Karte befindet sich nämlich in Marios Besitz. Was? Wirklich? Kannst du sie mir zeigen? Das ist das Original. Das ist sie. Die echte magische Karte. Du bist großartig, umwerfend, wundervoll, exzellent. Damit, wenn du diese Karte von dem Tor hochhältst, verrät sie dir, wo die Sternjuwelen sind. Sie sagen es, Professor. Worauf warten wir also noch? Gumbrina, Mario. Auf, los, gehen wir mit der magischen Karte zum Ionentor. Ooh, the adventure begins. Okay. Den Zaun hier müsste man eigentlich entfernen können. Wieder so ein geiler Papiereffekt. Bilderbuchmäßig. Naja. Durch diese Röhre gelangt man in die Katakomben. Also los, einfach mir nach. Naja, und dann doch nicht. Bringt mir jetzt nämlich erstmal Kämpfen bei. Was ich dir noch sagen wollte, Mario. Da unten gibt es allerlei seltsame Gestalten. Sei also vorsichtig. Kennst du übrigens schon die Action-Kommandos? Nein, weil ich will nämlich etwas üben. Also gut, dann sollten wir die Action-Kommandos erst einmal üben. Gumbrina, du wirst Mario bei seinem Training helfen. Was? Ich? Einverstanden. Ich werde mir Mühe geben. Ich mag die Musik. Beginnen wir mit dem Action-Kommando für den Sprung. Zunächst wählst du das Kommando für den Sprung aus, dann wählst du den Gegner. Also,
Nur zur Erklärung. Wenn du das Elektro-Kommando nicht ausführst, hüpft er einfach nur einmal auf den Gegner und macht Schaden. Aber wenn ich, wie das steht, drücke vor der Landung A, dann werde ich vor der Landung A drücken und dann wird er zweimal drauf hüpfen. Danach erscheint am unteren Bildschirmrand die Erklärung des Action-Kommandos. Und jetzt, kurz bevor du den Gegner triffst, drücke erneut A. Dann passiert das da. Zack, zweimal getroffen. So läuft das in Paper Mario. Wenn gut erscheint, hast du das Kommando erfolgreich angewandt. Dein Gegner erleidet einen größeren Schaden. Jetzt ist Kumbrina an der Reihe mit Angreifen. Nimm dich in Acht, Mario. So, und jetzt kommt's Blocken. Und genau jetzt, kurz bevor der Gegner dich trifft, drücke A. Tsching. Gut, das ist Blocken. Du hast soeben das Kommando Verteidigung mit Erfolg eingesetzt. So wird der Schaden, den du erleidest, geringer. Genau um 1. Die Verteidigung funktioniert allerdings nicht, wenn du mit A mehrmals drückst. Kann man so nicht sagen. Wenn man Button masht, dann klappt das schon. Je nach Art des Angriffs gibt es verschiedene Action-Kommandos. Und jetzt üben wir das Action-Kommando für deinen Hammer. Ja, der Hammer ist anders. Der macht einfach doppelt so viel Schaden, wenn du es richtig ausführst. Also, nach Auswahl deines Gegners ziehst du Control-Stick nach links. Und fertig. So. Sobald es rot wird, muss ich loslassen. Zack. Doppelt so viel Schaden. You see? Du hast das Action-Kommando erfolgreich eingesetzt. Wie sieht es aus, Mario? Du hast die Action-Kommandos verstanden, oder? Gut, dann werde ich dir jetzt eine noch beeindruckendere Technik zeigen.